Hallöle, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy IX. Genau. Mit Sailor Cat. Yay! Und beim letzten Mal sind wir hier hochgeklettert und haben festgestellt, dass das gar nicht mal so clever ist. Ja, da gibt's Drachen. Genau. Und jetzt wollen wir eigentlich weiter und... Noch einen Augenblick. Kupo! Kupo! Nimm das hier als Zeichen meines Dankes. Kupo! Messias-Glocke erhalten. Die Bettglocke erhalten. Und bring mir wieder ein paar Nüsse vorbei. Kupo! Ja, alles was du willst, Batman. Und mit der Glocke können wir jetzt hier durchgehen. Und wie viele Zelte haben wir? 7. Jetzt fragt ihr euch, warum will ich wissen, wie viele Zelte wir haben? Ich habe es noch nie gemacht, aber man kann Zelte auch im Kampf benutzen. Und dann wird man eventuell geheilt und mit hoher Wahrscheinlichkeit kriegt man eine fiese Statusveränderung, weil man, wenn man im Kampf ins Zelt kriecht und schläft, wird man von einer Schlange gebissen. Das ist ja logisch. Ja, okay. Was ist passiert, mein Bester? Freier, seid vorsichtig. Gisa Maluke wird von 2 kleinen Clowns kontrolliert und ist völlig von Sinn. Bossfight! Oh, krass. Und jetzt kommt gleich der Basilisk da raus, oder wie? Nee, aber interessant, dass du es erwähnst. Wir werden noch Basilisken bekämpfen in diesem Spiel. Aber ich finde, das erinnert mich gerade hier so ein bisschen an die Kammer des Schreckens. Ja, hat irgendwie was diese davon. Wände, ne? Mhm. Also vor allem dieses Loch in der Wand da, das wir gerade nicht mehr sehen. So, was wir als allererstes tun, wir nehmen ein Zelt und werfen das mal auf Gisa Maluke. So, da ein Cloud. Achso, wir werfen es auf den Gegner, oder wie? Ja. Von der Abyssus-Schlange gebissen und er ist jetzt stumm und blind. Wurde zwar mächtig geheilt, aber ist stumm und blind. Das heißt, er kann nicht mehr zaubern und er trifft nichts mehr. Wow, das ist ein cooler Trick. Das klappt aber nicht bei vielen Bossen. Ich glaube, es klappt bei dem hier und glaube ich noch bei einem anderen, wo man das probieren kann. Aber die meisten Bosse sind halt gegen Zustandsveränderungen relativ immun. Und da bringt das dann nichts. Aber... Bei Emi funktioniert's und ich bin sehr froh, dass es gleich beim ersten Mal geklappt hat. Ich glaube, wenn er physisch angegriffen wird, kontert er. Genau, er will jetzt kontern mit Schallwelle, aber kann er nicht, weil dafür müsste er zaubern. Gletscherstock geklaut. Den wollten wir. Das ist ein neues Stöckchen für Vivi. Yay! Und jetzt können wir ihn eigentlich auch schon niederknüppeln. Machen wir auch. Ah, er kann wieder zaubern, kann er schon mal wieder, wie es aussieht. Ach nee, genau, er kontert mit Überschall nicht, wenn er physischen Schaden nimmt, sondern wenn er angezaubert wird. Vivi darf nichts machen, so war das. Ah, habe ich falsch im Kopf gehabt. Egal. Ich sollte vielleicht was machen. Das ist voll die gute Idee. Einfach mal angreifen. Ja, also sobald man ihm das Zelt übergeworfen hat, ist er halt vollkommen wehrlos und kann nichts mehr machen. Na, das ist doch cool. Also ein schönes Beispiel für einen Boss, vor allem der Boss hat, wenn man das Spiel casual spielt, das erste Mal, kann man an dem Boss durchaus verrecken. Also die Bosse auf CD1, also im ersten Teil des Spiels, die HD-Version hat natürlich gar keine CDs mehr, aber früher waren es auf 4 CDs. Ach so, krass, musste man die dann immer wechseln? Ja, ja.
nach einem bestimmten Punkt. Ich werde auch noch, wenn wir an dem Punkt sind, werde ich noch sagen, wo man hier die CD wechseln musste. Ja, wie funktioniert das denn dann? Ja, du machst, es gibt dann einen Screen, der dir sagt, bitte CD wechseln. Dann hast du die PlayStation aufgeklappt und die CD wird gewechselt. Ach so, aber dann sind aber die Speicherpunkte. Ja, das. Daten. Ja, das war ja kein Problem. Er hat ja an der Stelle erwartet, dass du die CD wechselst. Das hat schon so funktioniert. Na, jedenfalls. Ja, und wer hat da dann die ganzen Infos, was du schon alles gemacht hast im Spiel? Die hat er sich einfach in den Zwischenspeicher gehauen, wie er das sowieso immer machen muss. Die muss er ja eh immer in den RAM laden. Okay, und dann quasi wieder auf die CD drauf, oder wie? Nein! Ich glaube, wir müssen nachher mal. Ich bin komplett verwirrt. Ich glaube, du brauchst nachher mal einen IT-Crash-Kurs. Ja, ich hab keine Ahnung von sowas. Also, ich habe noch nie irgendwas in einem Spiel gesehen, wo man dann plötzlich die CD wechseln muss. Wenn schon Giza Maluke von Sinn ist, dann verheißt dies nichts Gutes. Ach, was hat's dir verraten? Die Armee von Schwarzmagiern? Tja. Der König ist in Gefahr. Dieser König. Also, der ganze Weg ist mit Leichen gepflastert und oh mein Gott, der König ist in Gefahr. Ja, echt so. Aber erstmal zu etwas völlig anderem. Man hört es schon. Das ist das Südentor. Große Zitadelle. Südentor. Hinter diesem Südentor liegt unser Königreich Alexandria. Stimmt, wo war der eigentlich? Ja, der ist mit Lilly. Anscheinend aber nicht, weil er ist ja alleine. Ich finde das geil. Die beiden heißen zu kurz geratene Wache und zu lang geratene Wache. Was bist du denn für einer? Was willst du an einem Ort wie diesen? Mir kam zu Ohren, dass noch Arbeiter für die Wiederaufbauarbeiten des Südentors gebraucht werden. Für Unterkunft und Verpflegung werde gesorgt, hörte ich. So habe ich gleich meine 7 Sachen gepackt. Ey, wenn das so ist, dann sag das doch gleich. Nach dem Unfall laufen die Reparaturen nun schon seit längerem, aber sie werden einfach nicht fertig. Aber wir müssen vorher dein Gepäck durchsuchen. Nichts Persönliches gehört zu den Vorschriften. Aus Sicherheitsgründen musst du aber 5 oder 6 Schritte zurückgehen. Gehört auch zu den Vorschriften. Das waren zwei Schritte. Aber es reicht anscheinend. Das reicht schon. Nichts für ungut. Gehört auch zu den Vorschriften. Es müssen Deutsche sein. Ja. Wir können uns ja derweil ein wenig unterhalten. Jetzt sind mir die Hände gebunden. Wir mussten unsere Kontrollen verstärken, weil nach einem jungen Mädchen und einem Mann im mittleren Alter gefahndet wird. Ups. Mann, was ist das denn für ein Mörderknoten? Fummelmotz. Motz. Und angeblich soll dieses junge Mädchen der Prinzessin von Alexandria verdammt ähnlich sein. Endlich habe ich den Knoten aufgekriegt. Aber sie ist doch die Tochter von Königin Brane, oder? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die hübsch sein soll. Und da hüpft er. Was ist denn das? Bei meinen langen Beinen, was ist denn dieser ekelhafte Gestank? Doch nicht etwa Gift? Was hast du damit vor, Wahnsinniger? Sprich! Gestank? Bedauere. Etwas Stinkendes ist nicht in meinem Besitz. Ach, das sind doch diese Dinger, die du nicht magst. Eine Spezialität Lindblums, die berüchtigten Schweißgurken. Da sind sie wieder. Aber gleich einen ganzen Sack voll ist schon heftig. Das ist meine Lieblingsspeise. Ohne sie bin ich morgens beim Frühstück völlig aufgeschmissen. Schon gut. Du darfst passieren. Und vergiss ja deinen Sack Schweißgurken nicht. Ich bin euch zu äußerstem Dank. Schönen Dank. Taps. Ich habe ja schon so eine Ahnung, was da drin ist. Meinst du? Endlich sind wir im Inneren des Tores. Genau wie die Prinzessin es geplant hatte. Respekt, Prinzessin. Ach ja, richtig. Gluck. So, und jetzt nur noch einen Ort finden, wo keiner rumlungert. Die Arme tut mir echt leid bei den ganzen stinkenden Gurken da drin. Der abgelegene Durchgang dort ist doch ideal. Ja genau, ein Durchgang ist perfekt. Ja, super, da kommt bestimmt niemals jemand durch. Oh wait.
Aber das junge Fräulein. Das junge Fräulein. Okay. Ja, keine Ahnung, wie alt die ist. Also mein erster Gedanke ist nicht junges Fräulein. Ja, das jetzt nicht. Und der Mann sind ein wenig im Weg. So, hier sind Kisten. Mit dem Gepäck kommt selbst ein Steiner nicht rauf. Ich hätte einen Vorschlag. Stell den Sack hin, kletter hoch, nimm die Kiste, kletter runter, nimm den Sack wieder mit. Nee? Okay. Tja. Daneben nicht. Arschkrampe. Dieses kleine Tor ist eine einzige Fehlkonstruktion. Wozu gibt's diesen Weg überhaupt? Wer will schon runter bis zum Nebel, um von Monstern gefressen zu werden? Wozu soll man es also reparieren? Das war übrigens das Tor führt zu dem Tor unten, wo wir bei letzte Folge waren, einmal, wo der Kaffee lag. Okay, krass. Aber so denken alle und deswegen wird das Tor hier nur von außen sauber gehalten. Außen hui, innen pfui. Moser, Moser. Moser, Moser. Dann war es also dein Verdienst, dass wir nicht durch dieses Tor konnten. Kerl! Zersäbeln. Rums! Ruhig, Steiner, ruhig bleiben. Hätte mich doch fast vergessen. Wenn der jetzt zersäbelt den Typen da, oder wie? Ja, ja. Wenn nicht plötzlich der Sack ihm einen Tritt gegeben hätte. Was mache ich bloß jetzt, wo sein Geschäft bankrott ist? Ich habe das ja gar nicht mitgekriegt, weil ich auf der anderen Seite des Berges war. Bin im Dienst. Daneben doch aufmuntern. Raum's einfach nochmal. Es hilft nicht, Sachen nachzutrauen, die schon geschehen sind und nicht mehr rückgängig zu machen sind. Was ich sagen möchte, ist, dass wenn ihr schon einmal hier seid, dann solltet ihr nicht nur zuschauen, sondern auch zur Tat schreiten. Stimmt. Ja, ihr habt ganz recht. Ich weiß gar nicht, warum ich so niedergeschlagen war. Vielen Dank. Jetzt nur noch diesen Mann. Zwölf Hämmer, 23 Meißel und dann noch... Ah, sucht ihr Arbeit? Patz. Ich liebe das. So ist es. Na dann herzlich willkommen. Ich bin auch erst vor 5 Monaten hierher gekommen. Auch so, erst vor 5 Monaten, ja. Und dann? Hier am Bordentor bin ich der aufsichtshabende Mechaniker, aber außer mir gibt es nur noch einen Mechaniker. Huch! Mein Vertrag geht auch nur ein halbes Jahr. Nächsten Monat bin ich wieder im Schloss. Dann werde ich an einem Prototyp eines Luftschiffs mitarbeiten, das ohne Nebelantrieb fliegt. Die Welt außerhalb unseres Kontinents ist ja noch weitgehend unerforscht und eine Erforschung mit normalen Schiffen zu Wasser wäre zu riskant, weil... Baum. Ja. Und für die Kenner unter euch, weil Baum ist tatsächlich eine valide Antwort. Okay, da kann ich jetzt nicht mitreden. Der Großherzog ist wahrlich ein Genie. Er hat es als erster erkannt, dass die Zukunft in den Luftschiffen liegt. Huh, aber verzeiht, jetzt habe ich euch mit meinem langweiligen Geschwätz aufgehalten. Nun, es gibt etwas, das ihr wissen solltet. Wie bitte? Das Tor zum Nebel ist immer noch defekt. Der glaubt wohl, er könnte mich für dumm verkaufen, weil ich noch so jung bin. Bitte entschuldigt mich. Jetzt ist die Luft rein. Luft. Reine Luft. Hey, du, stehen geblieben. Komm mal hier rüber. Gehört zu den Vorschriften. Lauf! Rappel, rappel, rappel. Halt! Mach ja keine Bewegung, bis ich dir ein Zeichen gebe. Puh. Hör zu. Um zum Gipfel jenseits des Südentors zu gelangen, benötigst du einen Passierschein. Den Passierschein A38. Ich lasse ihn genau hier liegen. Und wenn ich verschwunden bin, kannst du ihn dir holen. Es ist deine Schuld, verstanden? Nicht meine. Du schleppst schließlich dieses stinkende Zeug mit dir rum. Ich verstehe diese Szene nicht.
Ich verstehe auch nicht, ich meine, er stand doch gerade vor ihm, also da hätte er ihm doch gleich das Ding geben können. Da wäre er auch nicht so viel näher gewesen. Ja, ich weiß auch nicht, wirkte für mich immer so, als würde er dem den nicht geben dürfen oder so. Oder hätte er ihm den eh geben müssen, nur hat er nicht gemacht wegen den Gurken. Ich verstehe es nicht, ganz ehrlich. Ja, zwischen diesen beiden Optionen war ich auch gerade unsicher, keine Ahnung. So, jetzt können wir einmal was Lustiges machen. Ich hoffe, ich schaff's, weil da muss man eine sehr schnelle Eingabe machen. Absolut lächerlich. Du meinst also, damit wird alles gut und die Welt dreht sich in Frieden weiter? Hättet ihr euch nicht ein etwas kürzeres Codewort ausdenken können? Ach so, das war das Codewort. Steiner, kann ich rauskommen? Jawohl! Gut, dann gebt bitte Acht, dass keiner kommt. Jawohl! Raschel, raschel. Raschel, raschel. Puh, endlich wieder frische Luft. Aber dieser Gestank hätte mich beinahe umgebracht. Das glaube ich. Er hält noch Wache, dann ziehe ich mich geschwind um. Andere Seite patrouillieren. Ja! Wehe, ihr wagt es nochmal. Da hat man nur ein ganz kurzes Zeitfenster, um das einzugeben, sonst verschwindet die Textbox und er macht nichts. Ach so, okay. Steiner, ich bin soweit. Seid ihr wohl auf, Prinzessin? Gluck, gluck. Steiner! Wie? Was? Oh, ich meinte selbstverständlich Fräulein Lilly. Bis wir das Südentor hier passiert haben und Trino erreichen, müsst ihr mich so rufen. Und salutieren ist ab jetzt auch verboten. Sehr wohl. Ich werde darauf achten, bis wir in Trino angelangt sind und einen Weg gefunden haben, ins Schloss zurückzukehren. Dann lasst uns aufbrechen. Oh. Damit kommen wir zum Berggipfel, nicht wahr? Hinter diesem Berg liegt Alexandria, nicht wahr? Ich habe es auch ohne Sidan bis hierher geschafft. Am besten ihr vergesst diesen nichtsnutzigen Kerl gleich wieder. Kiste. Das Allerwichtigste. Ja, natürlich. Das Südentor ist ein gigantisches Tor. Immerhin nimmt es einen ganzen Berg ein. Falls ihr euren jetzigen Standort wissen möchtet, schaut einfach auf das Schild dort. Oh, das Schild ist klasse. So ein bisschen, du bist hier, da ist der Gipfel. Fräulein Lilly? Wir haben das Bordentor passiert und befinden uns nun auf der Lindblumschen Seite der Bordenstation. Das Südentor fällt zwar noch unter Lindblumschens Territorium, aber haben wir erstmal die Abusbergkette hinter uns, befinden wir uns wieder im Königreich Alexandria. Hier ist unser Ziel, das Trenotor. Ja, wir müssen über den Berg rauf, wow. Dieser Weg bringt uns in die Stadt der Adligen, Treno. Stadt der Adligen, das ist auch so ein Thema, wo ich denke, ja, Adlige sollte es doch überall geben, oder nicht? Naja, hier ist was. Achso, das ist er. Ja gut, dann. Eine Bitte, Kupo. Übergebt diesen Brief an Nasuna. Ja, gleich die japanische Aussprache. Sehr gut. Ist so eine Angewohnheit. Danke, Po. Wir speichern hier nicht. Hier ist ein Shop. Ich glaube, da kann man noch prinzipiell. Nee, okay, da kann man nichts kaufen. Also nichts, was uns interessiert. Und uns interessiert halt Ausrüstung. Das ist auch wieder der Shopkeeper. Nein, ich will nichts kaufen. Wollt ihr mit der, ja, jetzt Gott, was ist das, Bergmäher? Ich habe keine Ahnung, was das Wort bedeuten soll, aber ja, wollen wir. Passierschein A38, bitte. Bitte. Dankeschön.
Heute ist wenig Betrieb. Ich könnte die Abfahrtszeiten flexibel gestalten. Das muss die Deutsche Bahn sein. Glaube ich auch. Dann sofort los. Dann bitte einsteigen, wir werden in Kürze abfahren. Vor allem das mit der flexiblen Abfahrtszeit, das ist totaler Bullshit, wie wir noch erfahren werden, wenn wir nämlich erstmal wissen, wie diese Bahn funktioniert. Okay. Lasst uns hier hinsetzen. Wir werden in Kürze abfahren, noch ein wenig Geduld bitte. Halt! Noch nicht abfahren! Puh, gerade noch erwischt. Oh, vielen Dank nochmal. Ich habe zu danken. Alles festhalten, der Zug fährt ab. So, jetzt ernsthaft, da sieht man doch den Klunker. Ja, ich finde, der ist noch ein bisschen zu hell, deshalb habe ich den wahrscheinlich nie gesehen. Puh, irgendwie fühle ich mich erleichtert. Das ist nur selbstverständlich. Es war in der Tat keine einfache Reise von Lindblum bis hierher. Aber euer gekonnter Umgang mit der Weißmagie, euer standhaftes Verhalten gegenüber diesem vorlauten Mogri im Wald der Chocobos, war sie also auch. Und eure grandiose Strategie mit den Schweißgurken. Die Handlungsweise der Prinzessin Gluck Gluck ist geradezu ehrfurchtgebietend und famos. Steiner, ihr solltet mich doch nicht so nennen. Oh, bitte verzeiht vielmals. Schon gut, bei mir hat das auch etwas länger gedauert, nachdem mich sie dann auf meine Sprechweise hingewiesen hat. Der Kerl war die Frechheit in Person, selbstsüchtig und trotzköpfig. Nun ja, zugegebenermaßen, war er ein Mann der Tat. Aber dieses undistanzierte Verhalten gegenüber der Prinzessin Glu gegenüber Fräulein Lilly ist unverzeihlich. Sehr gut. Glu. Seine Abwesenheit kann uns nur von Vorteil sein. Kannst du aufstehen, mein Bester? Freya, kümmert euch nicht um mich. Rettet Boetia, rettet unser Königreich. Boetia! Wer war das? Wer hat das gewagt, Boetia zu überfallen? Ich tippe auf Königin Brane. Ja, und ihre komischen Clowns. Ja, ich schalte mal kurz die Zufallskämpfe aus. Nein, das sind ausgeschaltete Zufallskämpfe, denn gehen wir geradeaus, können wir direkt nach Boetia. Da wollen wir aber nicht hin. Oh, na dann. Wir gehen erstmal in die Wüste. Ja, das klingt super logisch. Was ist das? Ach so, ein Wirbelsturm soll das sein. Das sieht aus wie, keine Ahnung, ein Teppich, der geschüttelt wird. Ja, der sieht tatsächlich ein bisschen seltsam aus in der HD Edition. Naja. Was wir hier wollen ist, hier gibt es Tokobo-Fußabdrücke. Oh. Kere. Und wir nehmen uns mal Strand der Muße. Das sieht doch irgendwie ähnlich aus, oder? Schon. Auf einen Schatz gestoßen! Merkwürdiger Rauch steigt auf. Ich werde irgendwie müde. Und jetzt kommt ein ganz seltsamer Drogentraum. Okay. Ich meine, guck's dir an.
Ah ja. Die Besucher, die hierher kommen, sie suchen nach der Heimat und ihren Freunden. Das ist eine interessante Stimme. Oh, Choco, du suchst das friedliche Zusammenleben mit deinesgleichen. Ist es nicht so? Du, der seine Heimat sucht, wir erwarten deine Heimkehr. Oh, Choco, du hast die Fähigkeit erhalten, auf leichtem Wasser zu gehen. Zu einer Sandbank gelangst du über den Sandstrand. Captain Obvious. Dein Weg ist noch lang, aber du hast bereits einen großen Schritt getan. Ja. Okay. Und jetzt haben wir einen anderen. Nee, es ist der gleiche, aber er kann jetzt das hier. Das konnte er vorher nicht. Achso, aber der hat jetzt eine andere Farbe, oder wie? Ja, er ist jetzt hellblau. Oh, schön. Und die Folge dauert schon viel zu lange. Ich schalte erstmal die Zufallskämpfe wieder an, obwohl es jetzt egal ist, weil wir ja jetzt den Chocobo haben. Und wo renne ich denn jetzt hin? Nein, Jesus, Chocobo. Was? Weil er über Wasser laufen kann. Nein, durch Wasser. Ach so, ja gut. Also er kann jetzt quasi schwimmen. Ah, okay. Ich speichere Kupo. Kupo? So. Ich fürchte, die nächste Folge könnte ein bisschen lang werden, denn ich denke, ich werde die ganze Bometia-Sequenz in einem Rutsch durchspielen. Na, vielleicht auch nicht. Mal sehen. Auf jeden Fall, für heute soll es das gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, Daumen hoch, teilen, abonnieren, kommentieren und was ihr nicht sonst so alles für mich macht. Und wenn es euch nicht gefallen hat, gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach unten. Das war's von meiner Seite. Ciao. Ciao, ciao.